Günther Jauch hat die politische Einflussnahme beim ZDF kritisiert. Der beliebte Wer wird Millionär-Moderator sprach in einem Interview mit dem offenen Kanal Bitburg über seine Zeit bei dem öffentlich-rechtlichen Sender und über seine Erfahrungen, die nicht immer positiv waren, wie die Bild berichtet. Diese soll vor allem beim ZDF-Jahresrückblick Menschen spürbar gewesen sein. Jauch berichtet in dem Interview, dass dem damaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, nicht gefallen habe, dass er während der Sendung weniger oft im Bild zu sehen war als sein Konkurrent und Oppositionsführer Johannes Gerster von der CDU. Das soll hinter den Kulissen für Ärger gesorgt haben. Die Konsequenz: ein Deal mit Beck. Zitat: Tatsächlich fand ein Deal statt danach zwischen dem Intendanten des ZDF und Kurt Beck, dass er sich drei Themen für die Heute-Sendung aussuchen durfte, um da wieder entsprechend einen Ausgleich zu bekommen, zitiert die Bild Günther Jauch. Für Jauch soll der Vorgang so unfassbar gewesen sein, dass er im Jahr darauf die Sendung nicht mehr moderieren wollte. Und auch die Karriere von Günther Jauch habe unter politischem Einfluss gestanden. Zitat: Ich habe ein ganz frühes Angebot mal bekommen, dass ich zweiter Mann im Heute-Journal werden sollte. Das wäre für mich das Größte gewesen, so Jauch. Doch alles kam anders, denn der CSU soll die Personalie Jauch nicht gepasst haben. Der Moderator berichtet, dass es sogar ein Vorstellungsgespräch gab, doch die CSU soll, Zitat, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Der Grund laut Jauch: Sie kannten ihn vom Bayerischen Rundfunk und, Zitat, ich war alles andere als CSU, ich war völlig unabhängig, so Jauch laut Bild weiter.